Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tom Firlei und heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit einem Sparplan-Mix ein Vermögen aufbauen können. Gerade für junge Anleger oder neue Börsianer dürfte dies besonders interessant sein. Ja, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. In den letzten Wissensausgaben hier bei meinen Videos zeigte ich Ihnen den MSCI World ETF, mit dem Sie, wie der Name schon sagt, gleichzeitig in der ganzen Welt in etwa 1500 Unternehmen aus 23 Industrienationen investieren können. Schauen wir uns kurz den Chart an. So, da ist er. Ja, wie Sie im Chart erkennen, geht es hier grundsätzlich immer weiter aufwärts. In der darauffolgenden Ausgabe stellte ich Ihnen dann den Dividenden-Aristokraten-ETF vor oder auf Englisch eben den Dividend Aristocrats ETF. Hier sehen Sie den Verlauf in den letzten 10 Jahren. Mit diesem ETF legen Sie Ihr Geld in über 100 amerikanische besonders starke Dividendenaktien an. Auch hier geht es grundsätzlich aufwärts, wie Sie sehen, auch wenn der Kurs gerade etwas schwächelt. Aber genau das, diese Schwächephasen, genau das wäre als Sparplananleger ja genau Ihr Vorteil. Denn schließlich erhalten Sie so weitere Sparplanstückchen zu einem günstigen Preis. Denn eines ist fast sicher. Dieser ETF wird früher oder später, wie auch in der Vergangenheit immer wieder, also dieser ETF wird früher oder später ein neues Allzeithoch erreichen. Zuletzt zeigte ich Ihnen dann die Funktionsweise von einem Sparplan. Falls noch nicht geschehen, können und sollten Sie sich diese Videos unbedingt anschauen. Weitere Informationen und eben die Links dazu finden Sie in der Infobox eben unter diesem Video. Ja, heute zeige ich Ihnen kurz und knackig, dass ein Mix aus verschiedenen Sparplänen durchaus die Basis für Ihren erfolgreichen Vermögensaufbau darstellen kann bzw. sollte. Dazu zeige ich Ihnen ein mögliches Vorgehen, weil hier gibt es natürlich sehr viele verschiedene Varianten. Zunächst, was sind die 2 großen Vorteile bei einem Sparplan? Zum einen, Sie sind flexibel. Wenn Sie jetzt mit einem Sparplan starten wollen, dann können Sie das bereits mit Beträgen ab 25 Euro tun. Ich persönlich kenne keine bessere Spardose. Wenn Sie dann monatlich etwas mehr Geld übrig haben, können Sie auf 50 oder 100 oder auch 500 Euro monatlich aufstocken. Zusätzlich haben Sie bei den meisten Sparplänen auch die Möglichkeit, etwas größere Einmaleinzahlungen vorzunehmen. Wenn Sie also in den glücklichen Umstand kommen sollten und nicht wissen, was Sie gerade mit einer größeren Summe Geld anfangen können, dann können Sie einen Teil davon eben einfach in den Sparplan reinstecken, diesen Sparplan also etwas aufstocken. So, das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, der aktuelle Kurs kann Ihnen fast egal sein. Sollte es an der Börse zu einem Crash kommen, können Sie trotzdem ruhig weiterschlafen. Zumindest war das in den letzten 100 Jahren so und dürfte auch in den nächsten 100 Jahren so sein. Zumindest dann, wenn Sie Ihr Geld in die richtigen Index-ETFs anlegen und keine allzu exotischen Möglichkeiten wählen. Warum ist das so? Bislang wurde bei den gängigen Indizes, wie eben beim MSCI World, beim Dow Jones, beim DAX auch, beim S&P 500 und so weiter und so fort, bei diesen großen gängigen Indizes wurde bislang immer wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Egal wie stark eine Abwärtsbewegung auch zwischenzeitlich war. Siehe zum Beispiel Corona-Crash. So, und solange Sie nicht plötzlich auf Ihr Geld angewiesen sind, und das sollte bei einem Sparplan natürlich so sein, freuen Sie sich sogar über fallende Kurse. Denn wie bereits erwähnt, erhalten Sie dann in den jeweiligen Monaten Ihre Sparplanstückchen mit Rabatt.
Ja, unterm Strich nutzen Sie also den Cost-Average-Effekt. Wie könnte nun so ein sinnvoller Sparplan-Mix aussehen? Also, wie immer, diese Darstellungen sind kein Garant für Gewinne in der Zukunft. Doch als Basis könnten die beiden dargestellten ETFs, eben der MSCI World ETF und der Dividendenaristokraten ETF, eine Basis sein. In den letzten 10 Jahren lieferte der MSCI World eine durchschnittliche Jahresrendite von etwa 9,7% und beim amerikanischen Dividendenaristokraten ETF waren es 8,7%. Beim Dividendenaristokraten ETF kommt noch eine jährliche Dividendenausschüttung hinzu. Diese beiden ETFs sind eher als konservative Investments zu betrachten, damit aber nicht minder langweilig. Wer etwas mehr Risiko eingehen kann oder möchte, der kann sich auch mal den Nasdaq 100 ETF anschauen. Weil dieser Nasdaq 100 ETF, Nasdaq 100, ist ein Technologieindex, der wohl bekannteste amerikanische Technologieindex. Hier versammelt sind so Größen wie Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia und auch Tesla und eben insgesamt 100 Aktien sind in diesem Nasdaq 100 zusammengefasst. Unterm Strich hat der Nasdaq in den letzten 10 Jahren, halten Sie sich fest, durchschnittlich pro Jahr um 20,4% aufgesattelt. Also, das ist ja schon mal ein Wort, aber natürlich sind auch die Schwankungen sind hier etwas größer als bei den anderen, bei den gängigen Indizes wie eben beim S&P 500. So, und wem das jetzt zu US-lastig ist, das Ganze, und auch in Europa anlegen möchte, kann dies über den Stoxx Europe 600 ETF tun. Ja, hier habe ich auch die Entwicklung in den letzten 10 Jahren mitgebracht. Wie der Name schon sagt, legen Sie hier in die 600 größten Unternehmen aus Europa an. Dieser Index ist zwar auch etwas stärkeren Schwankungen ausgesetzt, verläuft aber unterm Strich etwas ruhiger als zum Beispiel der Nasdaq 100. Doch, ja gut, immerhin hat sich der Kurs hier in den letzten 10 Jahren in etwa verdoppelt. Ja, somit hätten Sie also die erste Säule für Ihren Vermögensaufbau zementiert. Ich persönlich denke, und das ist auch mein Credo, erst eben die Sparplanbasis, die muss stehen und dann kann es mit ausgewählten Qualitätsaktien weitergehen, falls Sie sich dauerhaft mit dem spannenden Börsengeschäft befassen wollen. Also, falls noch nicht geschehen, starten Sie am besten heute Ihren ersten Sparplan oder besser gesagt Ihren Sparplan-Mix. Und wenn Sie kein Video mehr von mir verpassen wollen, dann abonnieren Sie hier gerne den Kanal des Investor Verlags. Also bis zum nächsten Mal, bleiben Sie dran. Viel Erfolg an der Börse, Ihr Tom Firley.